Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in der Thematik unserer Gesundheit. Und jetzt bin ich nicht mehr 30 Jahre alt, schade aber auch das Alter hat seine Vorteile. Und dann höre ich immer öfter ein Wort. Wissen Sie, wie das Wort heißt? Alterskrankheiten. Dann habe ich natürlich erstmal große Augen gemacht, habe ich gesagt, ui, automatisch, wenn ich älter werde, werde ich irgendwann krank? Das kann ja eigentlich nicht sein. Dann habe ich, und herzlich willkommen im Studio, natürlich viele Menschen in meinem Umfeld, die über Wissen verfügen, unter anderem über 50 Jahre praktische Erfahrung als Mediziner. Mhm. Und jetzt frage ich dich, Uli, Alterskrankheit an sich, ist das wieder eine Erfindung irgendeiner Gruppe von Menschen, die gern Geld verdienen? Oder gibt es das wirklich, dass du im Alter einfach einige Krankheiten kriegst, weil dein Körper nicht mehr so fit ist, oder was? Also es ist auf jeden Fall von außen also viel durch Manipulationen gemacht worden. So in Okinawa zum Beispiel gibt es ja viele über 100-Jährige. Mhm. Und die haben sich das nicht einreden lassen, wenn du 70 bist, dann musst du langsam krank werden und sterben. Da kannst du doch das alles nicht mehr machen, du kannst dich doch nicht noch so anstrengen und so. Und das ist genau falsch. Also das gibt so eine Meinung, so eine landläufige Meinung mit über 60 oder 70, da muss man alt werden und es gehört sich einfach krank zu werden und zu sterben. Aber da bin ich ganz ungehorsam, muss ich sagen. Mache ich mit? Ich will ja mit meinen Patienten und mit mir schade ich nicht nur den Bestattungsinstituten, sondern ich bin offen dafür, dass ich geschäftsschädigend bin gegenüber Pharmaindustrie, gegenüber Schulmedizin und so weiter. Ich will nur, dass die Menschen gesund sind und lange leben. Und viele Alterstheorien haben überhaupt nicht gestimmt. Zum Beispiel, dass die Zellen sich nur 120 Mal teilen können und dann sind die Telomere abgenutzt und dann ist Schluss. Es stimmt alles gar nicht. Abgestorbene Zellen geben sogar Stoffe ab, die wieder die Stammzellbildung anregen. Und jede Belastung, jede Anstrengung, gerade die körperliche Bewegung und die Verwirklichung des Geistes jetzt, den du ja in etwas älteren Semester hast, ja, mhm. Das baut eben auf und es führt dazu, dass da Regenerationsprozesse sind. Und also das alles bei Sport ist nachgewiesen, in Gefäßen bilden sich Stammzellen. Wir wissen ja auch, dass die Blutzellen eigentlich die roten Blutkörperchen nur 120 Tage leben, denn absterben müssen sich ja immer wieder neue bilden. Der Mensch ist fast wie so ein Perpetuum mobile, das heißt, das erscheint so, natürlich gibt es einen Energieerhaltungssatz, aber er kriegt die Energie auch von oben. Das ist ja die freie Energie, die wir auch empfangen. Und dadurch gibt es immer mehr medizinische Bücher, auch die schreiben, der Mensch ist eigentlich, produziert er mehr Energie, als theoretisch nach dem Hauptsatz der Wärmelehre sein könnte. Eigentlich müsste er schon längst tot sein. Aber der will nicht und macht einfach was für seine Gesundheit. So, dass die Ernährung, natürlich braucht man manchmal auch Nahrungsergänzungsmittel, sage ich mal, damit man, weil vielleicht jetzt die Nebenniere nicht so viel DHEA zum Beispiel produziert, nehme ich das auch mal, das ist so eine so ein Zwischending zwischen Nahrungsergänzungsmittel und gleichzeitig ein bisschen Prohormon. Oder ich produziere das Wachstumshormon und das Verjüngungshormon dadurch, dass ich L-Arginin und Lysin, zwei Aminosäuren, die Bausteine vom Wachstumshormon sind, dass ich die jetzt in mehreren Gramm am Tag zu mir nehme, dann kann ich keinen Herzinfarkt kriegen. Dann erweitern sich die Gefäße, dann wird auch, weil das die Bausteine vom Wachstumshormon sind, mit Sport zusammen natürlich mehr Wachstumshormone gebildet und das führt eben zu der Verjüngung. Das gab ja so ein Experiment, dass ein Amerikaner, Ruttmann, die Leute 20 Jahre jünger gemacht hat, indem er das Wachstumshormon von Rinderhypophysen eingespritzt hat, hat er die eine Weile jünger gemacht. Aber als es abgesetzt wurde, waren sie wieder so alt, wie sie vorher waren. Also ich sage mal, ich produziere das lieber selber.
Und dann habe ich die Nadeln für Hypothalamus und Hypophyse bei mir. Und also bei auch vielen Patienten. Ja, ja, weil da die Nervenzellen absterben, wenn die biologische Uhr sozusagen abgelaufen sein könnte. Mhm. So, da kann ich dem nochmal entgegenwirken. Und da habe ich ja Patienten, die jetzt so auf die 100 zugehen und wunderbar drauf sind, ja. Das ist also, ja immer das, was draußen ein bisschen ungläubig angenommen wird. Hm. Weil ich sage immer, wenn du zur Tür rausgehst und beim Hausarzt rein, da sitzen ja die alle mit den Alterskrankheiten. Diabetes, Arthritis, Osteoporose und wie die unendliche Reihe da geht. Hm. Und jetzt kommen noch diese komischen Dinge dazu. Heiße Beine, unruhige Beine. Weißt? Hm. Und seltsamerweise sind es in der Masse ältere Menschen, aber bei den gerade diesen heftigen Dingen hier, früher wusste man ja, oder hat man mitgekriegt, Alzheimer kriegen oder Demenz haben wir früher gesagt, oder Altersdemenz, mhm. das Wort habe ich auch mal gehört, mhm. haben das eigentlich nur alte Leute bekommen. Mhm. Wie ist es denn heute? Ich meine, vor kurzem gelesen zu haben, dass in Deutschland der jüngste Alzheimer-Patient, glaube ich, 14 Jahre alt ist. Ja, das kann das sein? Das kann sein. Dass ein 14-Jähriger Alzheimer kriegt? Weil wichtig ist jetzt das soziale Umfeld, dass der Geist immer wieder trainiert wird. Das Gedächtnis muss trainiert werden. Und es spielt auch eine große Rolle, dass die Alzheimer-Angst so geschürt wurde, weil ja der Goldrausch der Pharmaindustrie lockte, da die Menschheit zu impfen. Und was gegen Plaques, die überhaupt gar keine Rolle spielen für Alzheimer. Aber gerade das ist es, was so schädlich ist, wenn die Angst und die Verunsicherung zusammenkommen, sich nicht erinnern zu können, dann ist das aktiviertes Corpus amygdalae, die Hirnregion, die für das Negative zuständig ist, und dann wird das Gedächtnis gelöscht und dann kann Alzheimer auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sein. Wow, das war jetzt eine ganz tolle Information. Also mittlerweile bin ich da immer mehr im Thema, dass ich sehe, es ist nicht ein Teil, was es auslöst oder was dazu mhm. beiträgt. Nein, ich mhm. habe dich richtig verstanden. Es ist die Einwirkung von Giften und irgendwelchen mhm. chemischen Verbindungen, so, die in unseren Körper kommen. Ich noch mal ein Patientenpaar, ein Liebespaar, die waren ganz jung und haben praktisch Burnout und Vorstufe von Alzheimer-Symptomen geschildert und Schmerzen überall. Und sie haben gesagt, sie arbeiten an einem Projekt, wo sie nicht drüber sprechen sollen. Da haben sie so viel Gift, so viel Aluminium, Barium und Strontium abgekriegt. Und jetzt muss das Gift wieder raus und sonst können sie daran sterben. So, ja. Sie hatten sehr viel Geld dafür gekriegt, da zu arbeiten. Und sie wurden ganz doll bedroht, wenn sie darüber sprechen, dass was ihnen dann passieren würde, das ist so streng geheim. Und das war schon natürlich schwierig, denen zu helfen. Also sie müssten also erstmal so eine Entgiftung machen. Ja, ich möchte mal einhaken. Mhm. Aluminium, Strontium und Barium. Also mhm. eins weiß ich, Barium kommt in der Natur überhaupt nicht vor. Natürliches nee. Barium gibt es nicht. Nee. Also Strontium kann, aber da gibt's, oder Aluminium kann auch kein natürlich sein. Mhm. Aber ich nehme mal an, die Stoffe waren nicht natürlichen Ursprungs. Nee. Also, dann muss ich doch einmal die Frage stellen, die jeder intelligente Mensch reflektieren kann. Woher kommt dieses Zeug in die menschlichen Körper? Und jetzt höre ich das nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube zum 100. Mal, dass Menschen zur Medizin entgehen, lassen sich ganz normal mal ein Blutbild machen oder mal dies und mal das. Und plötzlich sagt der Arzt, wieso hast du so einen Haufen Aluminium im Körper? So, also das ist zwar nicht das Thema der heutigen Sendung, aber ich weiß genau, wo das hinführt. Und ich weiß auch genau, wo es herkommt. Und da werden wir nochmal speziell darauf eingehen, dass die Menschen sich bewusst werden, dass es alleine heute schon ausreicht, dass du bei gewissen Wetterkonstellationen durch die Gegend läufst und einatmest und schon gehörst du dazu. Ob das richtig ist, sei mal dahingestellt. Möchte auch von dem Thema gleich weitergehen, einen Schwung, da sind wir jetzt wieder bei dem ganzen Thema Schwermetalle. Wir könnten auch jetzt bei Quecksilber weitermachen, bei Cadmium weitermachen, bei dem ganzen Mist und Müll, der nun mal in unsere Welt gebracht wurde.
Und jetzt kommt noch ein ganz interessanter Punkt, der ganz selten erwähnt wird. Nanoplastik. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Info gekriegt, dass es bereits so kleine Plastikteile gibt, die sogar ins Hirn können. Und dann wird es sehr gefährlich. Und Nanoplastik trägt ja auch Informationen und besteht aus chemischen Verbindungen. Und dann gibt es so eine komische Krankheit, wo aus dem Körper so komische Plastikfäden rauskommen. Am Kopf, an den Händen und juckt wie der Teufel. Und wird das Begriff Mogelons verwendet. Und die bewegen sich auch, also die haben auch eine Intelligenz. Es scheint eine nanobasierte Intelligenz da drin zu sein. Und ein Mediziner sagte mal zu mir, das ist ganz einfach, stell dir vor, bei jedem Atmen, bei jedem Gebrauch von irgendwelchen parfümierten und zusammengerührten chemischen Körperpflegemitteln sind Mini-Partikel in Waschmittel, in Seifen mittlerweile, die uns das Gefühl, dass es besser reinigt geben soll, werden da ganz mini kleine Plastikteile reingegeben. Und jetzt ist ja jedes Plastik eine Molekülkette. Und jetzt kommt das plötzlich in deinen Organismus. Das eine, das andere, noch ein drittes. Und irgendwo, sage ich immer mal, zwischen Leber und Milz treffen die sich. Und dann denken die, ja, bevor du alleine bist, hängen wir uns ein bisschen zusammen. Dann sage ich, Leute, fangt an, einfach klug zu werden. Das, was wir vom Dr. Wert bisher gehört haben, sind alles Dinge, die wir unbedacht in der Masse machen oder nicht darauf reagieren, weil wir plötzlich meinen, durch Medienberichterstattung, das wäre normal. Ist es aber nicht. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt so wie das Pärchen betroffen bin mit so einer schweren Vergiftung? Kann mich da auch die Nadel retten? Ja, zum Teil, also der Körper wird dann in die Lage versetzt, damit fertig zu werden. Die Regelkreise werden ja in Gang gesetzt. Die Selbstheilungskräfte machen sehr viel. Aber ich habe das noch nicht, so viele Patienten davon noch nicht gehabt, dass ich sagen kann, jetzt, das funktioniert. Ich hatte, also als wir damals diesen Maskenzwang und PCR-Tests hatten, da haben sie mir so was Komisches in der Nase gemacht und da hatte ich gleich das Gefühl, da ist irgendwas drin, was dir schadet, habe mir dann hier Nadeln gleich gemacht, so normale Körperakupunkturnadeln und dann kam das Zeug alles raus und dann ging es mir wieder gut. Und das gleiche Gefühl hatte ich auch, wenn ich eine Maske aufgesetzt habe, dass da irgendwie so ein komisches Fadenzeug drin war. Und inzwischen ist ja in der Nature veröffentlicht worden am 19. Dezember letzten Jahres, dass alle Maßnahmen eigentlich nur geschadet haben. Absolut. Und nichts genützt haben. Mhm. Ja. Ja gut, da gibt es ja heute mittlerweile sogar Gerichtsverfahren, die da laufen. Ja. Und das wird nochmal wahrscheinlich ein ganz übles Ende nehmen. Aber bleiben wir bei unserem Thema dieser sogenannten Alterskrankheiten. Ich meine, ist es zwingend, dass wenn ich 70, 80 bin, dass ich da plötzlich zum Beispiel Arthrose oder Arthritis bekomme? Nee, musst du überhaupt nicht. Also die Arthrose, die wird ja vorgebeugt, wenn du Wasser zu dir nimmst. Hyaluronsäure muss der Körper genug produzieren oder du nimmst es oral zu und trinkst viel Wasser und bewegst das Gelenk. Das Bewegung und die Funktion trainieren ist A und O, Anti-Aging. Also so wie man seinen Geist trainieren muss. Und da gibt es ja Beispiele genug, dass es hochstehende und geniale Geister gab, die uralt waren und keine Demenz hatten. Also so muss man natürlich auch den ganzen Körper trainieren. Ja, also das ist zum Beispiel bei der Haltung. Ich hatte hier Schmerzen, denn muss ich die Übung hier von Liebscher und Bracht machen, dass ich meine Schulter nach hinten unten kriege und dann geht das weg. Ja, so. Also ich muss immer was tun, weil wir sind ja eigentlich so einseitig belastet worden durch unser Leben mit der Spezialisierung der Industriegesellschaft, Rennen, dass wir jetzt das ausgleichen müssen durch Training, durch Ernährung. Ja, also kommt immer durch in deinem Umhängen ist falsch. Wer rastet, der rostet. Ja, oder sich nur vom Fernseher hängen, ist ja das Letzte,
was man machen sollte. Macht auch noch dumm dazu. Also man verblödet. Das ist noch eine andere Form von Demenz, also inhaltliche Denkstörung, sagen die Psychiater. Dass man das alles glaubt, was einem da so vorgespielt wird. Und Passivität, das, ich hatte auch Manager in Behandlung, die haben dann nach dem Stress gefressen, sage ich mal, Süßigkeiten vom Fernseher gehangen. Nein, sie müssen wieder Sport treiben. Sie müssen leichte Nahrung und dann Bewegung. Und gleich nach dem Stress Bewegung. Ja. Ich hatte also in meiner Praxis auch in Magdeburg immer gleich die Sportsachen mit. Weil wenn man jetzt sich hinlegt und sagt, ich muss mich ausruhen nach der geistigen Anstrengung, nach dem Stress, ist genau falsch. Die Stresshormone schaden sonst dem Organismus und machen alt. Und wenn ich aber jetzt gleich ins Fitnessstudio fahre oder mit dem Fahrrad, war sogar noch besser, Rucksack hinten drauf und erstmal 10 Kilometer Fahrrad fahren, dann kann man die Stresshormone, die der Körper gespeichert hat, wieder abbauen und jung werden und dann ist das positiv. Und deine Muskulatur wird angeregt und dein Blutkreislauf wird angeregt und die Neubildung der Zellen wird angeregt. Das passiert nicht auf dem Sofa vorm Fernseher. Ja, genau. Ist einfach so. Und dann sage ich auch, ich sage immer, Menschen, jetzt hocke ich 10 Jahre hier auf diesem Stuhl und informiere sie über unterschiedliche Dinge. Und dann gibt es ein paar Schlaue, die haben mich 10 Jahre jetzt beobachtet und sagen, Norbert, das ist unfassbar. Du hast dich kaum verändert, du bist auch kaum älter geworden, manchmal bist du nervöser, weil du wahrscheinlich auch mal Stress hast. Klar, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Und im Endeffekt habe ich nichts. Ich war nicht krank, ich bin nicht erkältet. Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Erkältung habe. Kann ich mich nicht dran erinnern. So lange ist das her. Und warum? Weil ich solchen Menschen zuhöre. Und dann Dinge, die er sagt, ausprobiere und sage, Moment mal, stimmt, du bewegst dich eigentlich zu wenig. Weißt, mein Job, sitzen hier, sitzen Auto, sitzen Redaktion, sitzen dort. Ja. Also muss ich gucken, dass ich mir einen Ausgleich schaffe. Und wie gesagt, der Mensch ist doch nicht geeignet, den ganzen Tag zu sitzen, sage ich, wozu haben wir denn dann Beine gekriegt? Da hätten wir ja keine weglassen, hätten keine Rollen hinmachen, die so auf den Rollstuhl uns laufen und dann brummen wir davon. Nein, also alles, was wir bekommen haben, wo Gelenke sind, ist zur Bewegung da. Und wenn dich nicht bewegst, rostet es ein und dann kommst du zum Onkel Doktor und dann kriegst du noch ein paar Pille und dann wirst du nicht mehr viel älter. Also, ich will da keine Unkenrufe raus. Und nochmal zum Gelenke, wollte ich nochmal sagen. Ja, ganz kurz. Wenn man die bewegt, entsteht mehr Gelenkflüssigkeit, mehr Synovia. Und da ist ein Faktor, PG40, drin, der die Knorpelbildung anregt. Das heißt also, Knorpel regeneriert sich auch. Und wie heißt das, wenn die Knorpel weg sind und zerscheuert? Ist das Arthritis oder Arthrose? Weißt du, wenn die Knorpel weg... Und das scheuert dann wenn, so. Wenn der Knorpel abgenutzt ist. So. Und was wehtut, sind eigentlich die Gelenkkapseln. Die sind entzündet dann durch das alles. Also, und oft haben wir wie bei Gicht. Mit den Nadeln geht ja gleich die Entzündung weg und dann kann er das wieder bewegen. Genau. Und dann haben wir noch oft das Thema zu wenig von unserem Lieblingsgetränk im Körper. Das heißt, es wird nicht ausgeleitet. Was macht der Körper? Schiebt es in die Gelenke und plötzlich heißt es, oh, mein Finger bewegt, tut so weh. Ja klar, weil lauter Kristalle in de Knorpel abgelagert werden. Und alles logische Dinge, alles Dinge, die habe ich schon vor 30 Jahren gehört. Aber einige Menschen scheinen das nicht zu glauben. Und da sind wir natürlich wieder dran und dann sage ich, dem kann ich nicht helfen. Freier Wille. Also, fangt an, euch vor den Spiegel zu stellen und zu schauen, was ihr wollt. Und ihr seid für eure Gesundheit verantwortlich und niemand anders auf dieser Welt. Somit kann er nur ein Berater und Fachanwender zur Erhaltung unserer Gesundheit sein. Gesund machen kann uns der Dr. Wert nicht. Er kann uns die Info und die Hilfe geben, dass wir gesund werden. Und alles andere macht unser Körper und hier unsere geistige Haltung. Oder habe ich Unrecht? Ja, naja, die Nadeln geben Energie, will ich nicht vergessen. Ja. Aber dann muss man auch was aus seinem Leben machen. Genau. Also ein bequemer Weg, lange jung zu bleiben, den gibt es nicht, einen bequemen Weg. Man darf die Anstrengung nicht scheuen und man muss das Wissen auch umsetzen in die Tat. Und heißt, die Selbstheilung wird angeregt durch dich. Ja, genau. Das ist ja immer der Punkt, wo ich sage, die Nadel alleine heilt dich nicht, das ist ein Titanteil, fertig. Aber die richtige Platzierung, das Wissen über die Energiebahnen und das Anschieben der Selbstheilung, das macht uns am Schluss gesund. Ist es so? Gut. Ich danke dir. Alles klar. Uli,
War wieder toll, immer spannend und viel Wissen. Wir könnten 100 Sendungen produzieren. Ja. Ich würde immer noch angestrengt zuhören, weil es auch mir hilft, meine Lieben. Und weil durch solche Menschen auch ich gelernt habe, gesund und fit zu bleiben. Und das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank an Dr. Ulrich Werth. Vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns wieder bei bester Gesundheit.